Foods fotografiere. Dabei koche ich sehr viel und ich dachte mir, okay, wenn das schon so ist und ich sowieso mit keinem richtig kommunizieren kann, dann mache ich was Gutes und teile meine Rezepte aus meiner Heimatküche oder überhaupt ganz coole Rezepte, die nicht so verbreitet sind, trotzdem ganz gesund und lecker. Okay, wir fangen an. Okay, was koche ich heute? Heute koche ich ziemlich ungewöhnliche Speise. Die Speise heißt Buchweizen Bällchen. Ich sage sofort, ich koche jetzt mit Hühnerfleisch. Das ist bei mir Hähnchen. Hähnchenbrustfilet, die ich gehackt habe. Wenn ihr vegan seid, ihr könnt ruhig mit zum Beispiel Kichererbsenpüree machen. Ja? Also einfach die Kichererbsen aus der Dose oder einfach kochen, stammen als Püree und dann auch mit Buchweizen vermischen. Und diese Buchweizen habe ich einfach über Nacht im Wasser gelassen, sie jetzt der Tür gezogen, sie sind sozusagen halb fertig. Könnte man auch, wenn ihr nicht so viel Zeit habt und spontan kochen möchtet, dann ihr könnt natürlich kochen, also aber so kochen, dass es erstmal halb fertig ist. Ja? So, Rezept ist einfach, schmeckt super lecker. Ich möchte nur einen Tipp geben zum Buchweizen. Wer richtig lecker haben möchte, der muss in russischen Laden die Buchweizen kaufen. Dort sind sie ganz, ganz richtig, wie sie sein sollten, mit ganz starkem Buchweizengeschmack. Und dieser Buchweizengeschmack schmeckt jedem. Also ich kenne noch keinen Mensch, der würde mir sagen, oh nee, Buchweizen schmeckt mir. Nun muss man sie richtig kaufen, also richtig, richtige Buchweizen kaufen. Und zwar die dunkle, die Proportionen. Ich nehme Buchweizen, ein Drittel von dem Gewicht von Hühnerfleisch. Ihr nehmt dann, wenn ihr Veganer seid, ein Drittel von dem Kichererbsen. So, und jetzt geht es ganz einfach. Ich mache die Hühnerfleisch und vermische jetzt mit Buchweizen. Vermische jetzt und gucke, ob mir Konsistenz gefällt. So, ich würde sagen, ich kann noch mehr machen. So, ein Drittel, ein Drittel von dem Hühnerfleisch passt eigentlich ganz gut. So, das vermische ich jetzt. Weil natürlich Salz und Pfeffer nicht vergessen. Und was jetzt in unserem Zeichen gut ist, das Buchweizen könnte man eigentlich noch kaufen, weil das ist eigentlich nicht so populär in Deutschland. Das heißt, das sehe ich auf Supermarktregale. Ihr findet noch verschiedene Buchweizen. Wenn ihr meinen Tipp folgen möchtet und die russischen Buchweizen bestellen, dann würde ich sagen, bestellt einfach online. Macht man zum Beispiel russische Lebensmittel und da gibt es viele Läden, wo ihr bestellen könntet. Da könnt ihr super lecker Speise kreieren, weil von Buchweizen, vielleicht verbreite ich ein bisschen mehr Rezepte mit Buchweizen, weil in Russland das ist super populär und da könnte man verschiedene Gerichte machen. Ich teile euch bestimmt noch meine liebsten Gerichte mit Buchweizen. So, jetzt habe ich das alles vermischt, das ist soweit fertig. Salz und Pfeffer, vielleicht noch ein bisschen Salz, weil ich tendiere ein bisschen wenig Salz in meinem Essen zu machen, was irgendwie gesund ist, aber schmeckt dann nicht jedem. Mir schon, aber manche lieben mehr Gewürz. Okay, ich mache jetzt zu diesem Gehacktes noch ein bisschen Petersilie an. Das ist dann ja schon gewaschen. Ich hake das jetzt dann. Und ist fertig. Ach, ich wollte gerne wissen, wie euch allen geht. Was macht ihr so? Geht ihr raus? Jetzt ist es so warm draußen. Also möchtet ihr mal mit Freunden treffen und Kippchen trinken oder vielleicht Eis essen gehen und sprechen? Aber ach, das ist wirklich schwer. Aber ich denke, wenn wir alle brav bleiben, also und wirklich, wirklich unsere Kontakte registrieren, wie ich das mache, wie ganz brav, dann ist es vielleicht ein bisschen schneller vorbeigehen, das Ganze. Okay, ich vermische jetzt Petersilie und hier entsteht schon auch dieser Geruch, das ist total lecker. Ach, riecht so lecker nach Buchweizen und Petersilie, oh, ich bin schon, ich freue mich schon. So, ich lasse das ein bisschen stehen. So, ich forme jetzt meine Bällchen, weil die Hände müssen ziemlich nass sein. Und ich forme Bällchen. So, ein bisschen Wasser.
Ein bisschen Olivenöl und ich lasse erst einmal mehren. Den Topf ein bisschen garen. Und zwar ganz, ganz lecker. Das heißt, ihr müsst kein Brühe extra machen oder kaufen. So, wir lassen das jetzt aufkochen und dann noch ein bisschen garen, bis das praktisch die Möhren weich werden. So, jetzt lasse ich ein bisschen Mehl anbraten, damit es ein bisschen dunkler ist.
Mehl sollte jetzt so ein bisschen umgravieren, ich denke, ich stelle ein bisschen größer. So, warum müssen wir Mehl eigentlich rösten? Weil, damit es nicht nach Mehl schmeckt. Ja? Wenn das ein bisschen angeröstet ist, dann schmeckt das eigentlich so müßig. Also ganz lecker Geschmack dann kommt. Ja? Okay, sie muss nicht ganz dunkel werden, aber muss deutlicher, so müßiger Geruch kommen. So, dann kommt da ein bisschen Olivenöl. Wasser. Normalerweise nimmt man auch Butter, aber ich eigentlich koche hier ohne Butter. So, noch ein bisschen Wasser von Hitze abnehmen. So, und jetzt entsteht hier schon ganz nussige weiße Soße. Und diese Soße kommt jetzt natürlich hier rein in Gemüse. Machen wir ein bisschen weniger. Und wird alles vermischt. Und so entsteht bei uns so ganz lecker, cremige Soße. Okay, wir haben unser Bällchen. Oh, ich habe jetzt so eine Lust, die einfach beißen. Okay, aber sie sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch ein bisschen hier garen. Wir nehmen unser Bällchen und machen in unser Topf mit unserer Soße. So. Oh, das macht so viel Spaß. Okay, gucken Sie das bitte an. Also, ist das nicht lecker? Das riecht schon so. Oh Gott, ich möchte das schnell probieren. Okay, aber das muss ich noch ein bisschen garen. Die Bällchen in Soße gemacht haben, noch 10 Minuten garen. Wenn es zu dick ist, wenn die Soße zu dick ist, dann ihr müsst dann einfach mit Wasser verdünnen und dann wieder abschmecken. So, bei mir sind sie schon fertig und ich denke, ich probiere es. Bin ganz gespannt. So. Oh, die sind weich. Oh Gott. Mehr dazu. Oh, mein Gott. Leute. Wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr was verloren, also echt etwas vorbeigegangen. Die sind so lecker, so zart. Und das ist schon alles. Hier ist Buchweizen, hier ist Hähnchenfleisch, hier sind Gemüse, Soße. Ihr nehmt einfach gutes Stück Brot, am liebsten selbst gebacken. Und super Speise. Macht super Spaß zu kochen. Könnte man auch, wie ich schon gesagt habe, vegan machen. Einfach Hähnchenfleisch wegen den Kichererbsenpüree wechseln. Und das war's. Top. Super lecker. Also. Wenn ihr im Supermarkt nicht mehr Nudeln, nicht mehr Reis findet, dann Buchweizen nehmen. Am liebsten russische Buchweizen, die dunkle Buchweizen, die schmecken viel, viel intensiver. Ich hoffe, das ist alles bald vorbei. Ich würde noch wahrscheinlich noch ein paar sehr coole Rezepte teilen, damit ihr zu Hause Beschäftigung habt.